Hallo und herzlich willkommen zurück zu F-Z-Rex. Und ihr seht schon, was ist das? Wir haben ein ganz neuer Hintergrund. Ja, wenn man alle Turniere geschafft hat, auf den höchsten Spielstand, dann kommt dieser nette Hintergrund. Hat mal dieses Comic-Style und ja, und wir werden auch sehen, was wir... Mann, was sind das hier für scheiß Lags die ganze Zeit? Jetzt ist das auch hier hinter. Muah, wir machen übrigens auch noch Dead Race, aber das kommt ganz zum Schluss. Jetzt haben wir... BAM! Master! Es gibt eine neue Schwierigkeitsstufe. Oh mein Gott! Oh ja. Yeah. Und es gibt den X-Cup! Und das wird ziemlich lustig. Den zeige ich euch jetzt einfach mal erstmal auf Novize. Wir zocken den auf Novize durch und dann müssen wir ja ganzen Scheiß-Turniere nochmal auf Master machen. Und das wird brutal schwer. Oh, jetzt geht es komischerweise wieder. Und der X-Cup, das ist ganz lustig. Ihr seht, ihr fragt euch jetzt höchstwahrscheinlich, wieso da keine Strecke angezeigt wird. Das liegt daran, dass die Strecke zufallsgeneriert ist. Die Strecken werden einfach jetzt einfach produziert und ja. Oh, mit Captain Falcon haben wir alles gemacht. So, jetzt nehmen wir mal wen anders. Wir nehmen einfach mal ihn. Ihn mag ich ganz gut. Beastman. Letztes Mal ist er mir nicht eingefallen. So, da das Novize ist und uns eh kein Arsch anrempeln sollte, könnten wir auch ein bisschen mehr Gas geben. Und gucken wir mal die ersten Strecken. Also, die Strecken sind immer unterschiedlich. Also, bei euch können jetzt ganz andere Strecken sein. Also werden auch ganz andere Strecken sein, weil die werden einfach zufällig produziert. Und das geht ja schon mal hier gut los. Scheint diesmal aber eine recht kleine Map zu sein. Ah, verdammt! Okay, ich hätte es doch vielleicht nicht übertreiben sollen mit den Boost, dass ich einfach alles voll mache, weil ihr seht, jetzt werde ich wieder gewaltig zurückgeworfen. Und vor allem bei diesen Scheißstrecken weiß man ja hier nie. Cool, wie soll ich denn den Booster nehmen? Naja, okay. What the fuck? Was haben sie sich dabei gedacht? So. Na, macht das einfach nicht nach. Das war, glaube ich, der größte Fail, den ich bisher in diesem Let's Play F-Zero X hatte. Natürlich, dass ich auch die ganze Zeit immer geloost habe, aber das war jetzt meine erste Sahne. Und jetzt kann das natürlich ganz scheiße schwer werden. Aber, ah, verdammt, den Boost kriege ich da schon wieder nicht. Scheißegal. So, wo ist das? Ja, nee! So wenig Energie, wie soll ich denn das hier überleben? Okay. Was lernen wir daraus? Wir müssen die Strecke nochmal neu fahren. Es sei denn, wir werden durch ein, wie durch ein Wunder, kriegen wir noch eine gute Platzierung raus. Hahaha, und das Wunder tritt ein. Da wir ja einfach voll, na, verdammt. Okay, ich nehme alles zurück. Ha, wir haben den Boost genommen. Bringt uns aber herzlich wenig, da wir gleich sterben werden. Wir boosten einfach nochmal. Freuen uns. Gehen als Dritter ins Ziel. Naja, okay. Nicht ganz so toll, aber ist vertretbar. Novize, ihr wisst, eigentlich ganz leicht. X! Ha, wir sind X-Strecke gefahren und die nächsten werden auch X heißen. Okay. Wir haben es mal wieder maßlos übertrieben. Das sollten wir nicht tun. Jetzt kommt X2. Mal gucken, wie die Strecke wird. So, jetzt machen wir einfach wieder die Optimaleinstellungen. Und dann passt das. Die Strecken sind irgendwie alle ziemlich kurz, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich schon wieder den optimalen Start verpasst. Scheißegal. So, und jetzt geht das alles doch schon wieder deutlich besser mit Optimaleinstellungen. What the fuck? Okay, da sind... Uhoho! Wir sind nur noch 17 Fahrer. Okay, ich glaube, da war nicht nur ich überrascht von dieser Scheißkurve. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die war, aber das ist krass. Ah, hier kommt sie. Ganz ruhig. Scheiße, 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 scheiße. Das ist mal wahnsinnig krass. Ich glaube, wenn ich die Strecke überlebt hätte, wäre ich der Einzige, der überhaupt noch gefahren wäre.
Das ist schon der reine Wahnsinn. Und vor allem, ich bin langsam gefahren und habe diese scheiß Kurve nicht geschafft. Okay, hier heißt es einfach nur aufpassen. Scheißegal, wie man hier fährt, ob man hier schnell fährt, die anderen sterben eh. Okay, ganz ruhig und tschüss. Da verschieden sich wieder die ersten 10 Leute oder so. Ah ne, diesmal haben sie dazugelernt. Sind nicht wie im ersten Rennen einfach alle brutal in die Kurve gegangen. So, gleich wieder schön vom Boost runtergehen. So, ganz ruhig. Sterbt! Ja, du Wichser! Er will mich so runterwerfen. Und da waren es wieder ein paar, die dran glauben mussten. Aber das war im ersten Rennen deutlich schlimmer. Ich glaube, sie haben sich jetzt auch an die Strecke gewöhnt. Waren alle überrascht, genau wie ich. Ich weiß gar nicht, wie ich diese erste Kurve nehmen konnte. So, wie machen wir das? Von links nach rechts. Ha! Ich hab's geschafft. So, jetzt können wir erstmal wieder Biorex überholen. Oh, diesmal ist keiner gestorben. Naja, aber das im ersten Rennen, das war ja schon ziemlich krass. Das ist einfach 13 Leute haben diese verdammte Kurve nicht hingekriegt und haben ins Gras gebissen. Sogar ich jetzt in der Wiederholung. Oh, da springen sie alle mit mir rüber. Das ist sehr geil. Okay, spätestens jetzt sind sie alle tot und da kommt der nächste. Wir können ja noch mal ein bisschen zugucken. Ich glaube, das sind jetzt alle Fahrer gewesen. Das ist sehr krass. Alter Scheiße. Okay. Man sieht es jetzt auch deutlich an der Punktzahl. Ah, spätestens wer nicht in der Runde gerade rausgefahren ist, stirbt jetzt. Okay, eine absolut krasse Strecke. Und stellt euch das mal auf Master vor. Da ist nicht gut Kirschen essen. Also, oh, die Strecke scheint ein bisschen länger zu sein, aber da sehe ich doch gleich als erstes wieder so eine scheiß Kurve. Oh nein, wie ich diese... Ich hab's euch gesagt, ich hasse dieses Teil. Mann, das ist ja echt schlimm. Ich glaube, bei diesem Master kommt einfach alles, was ich vorher dem Spiel erzählt habe, wo ich gestorben bin, vereint sich in einer Strecke. Ich hab euch ja gesagt, ich hasse dieses links und rechts, wo man runterfallen kann. Und zack, was kommt da jetzt erstes? Wieder so ein totaler Kack hier. Okay. Master Cup, der X-Cup heißt einfach nur pures Überleben anscheinend. Aber hier scheint das ganz gut zu funktionieren, weil hier nicht so welche miesen Kurven sind. Naja, kaum habe ich es gesagt, fliege ich fast raus. Jetzt gehen wir einfach mal da rein und spielen eine Runde Disco. Okay, wir lassen es lieber. Was ist denn das hier für eine Scheiß... Okay, ist doch nicht so brutal, wie ich es aussah. Aber dass sie alle hier in der Mitte hocken, das gefällt mir gar nicht. Oh, mach mal Platz hier. Ich muss mal ein bisschen vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Da habe ich ja... Ich hasse es. So. Der Part ist eigentlich ganz leicht, da die Kurven nicht so übel sind. Oh Gott, rammen wir zwar ein bisschen die Bande, aber naja. Aber die Strecke davor, die war ja mal so evil. Ich glaube, das war auch die geilste Strecke, die ich je gesehen habe. Ihr könnt nur hoffen, dass ihr sie nicht bekommt, dass er euch nicht so eine komische Strecke dahin setzt. Stellt euch vor, das wäre im letzten Rennen gewesen, wenn ich nur noch... Wir nehmen uns ein großes Brett und schlagen es uns auf den Kopf. Alter.